Wir wollen nun den Algorithmus von Kokoyanga-Kazami einmal anwenden, und zwar anhand des folgenden Beispiels. Wir betrachten die folgende Grammatik. Es geht über nach AB oder BC. A geht über nach BA oder klein a. B geht über nach CC oder B. Und schließlich C geht über nach ABA. Die Grammatik ist offensichtlich in Chomsky-Normalform. Ja, auf der rechten Seite einer Regel stehen entweder zwei Variablen oder genau ein Terminal. Und wir wollen nun prüfen, ob das Wort A, B, A, A, B, ob das mithilfe der Grammatik ableitbar ist. Das sieht man nicht jetzt auf den ersten Blick. So, die Anwendung des CYK-Algorithmus besteht darin, dass wir das Feld, das zweidimensionale Feld n ausfüllen. So, und in der ersten Zeile werden die Variablen eingetragen, aus denen sich das Zeichen an der entsprechenden Stelle ableiten lässt. Das A ist ableitbar durch A und C, das heißt, hier wird eingetragen AC. Das B ist ableitbar durch die Variable B, also kommt hier ein B rein. Für A entsprechend AC, AC und B. So, in der zweiten Zeile, da wird jetzt geguckt, wie sich das Teilwort von 1 bis 2, also die ersten beiden Zeichen, wie die sich erzeugen lassen. Nun, das ist, wir müssen gucken, ob wir eine Regel finden, die eine Variable erzeugt, wobei die erste Variable auf der linken Seite aus diesem Feld kommt oder aus diesem Eintrag kommt. Also sozusagen, das trägt dazu bei, und die zweite Variable, diese hier. Das heißt, wir müssen gucken, ob es eine Regel in der Grammatik gibt, die auf der rechten Seite ein AB oder ein CB hat. Nun, AB haben wir ausgehend von S und von C, das heißt, hier tragen wir ein SC und CB kommt nicht vor. Nun gibt es keinen weiteren Eintrag. Hier genauso. Wir gucken, in dieses Feld tragen wir ein die Regel oder die Variable, aus denen sich ein Tupel bestehend hieraus und hieraus ergibt. Also, wir müssen gucken, gibt es eine Regel, die auf der rechten Seite BA hat? Jawohl, gibt es, das ist das A. Und gibt es eine Regel, die auf der rechten Seite BC hat? Die gibt es auch, das ist das S. Analog hier, gibt es AA auf der rechten Seite? Gibt es nicht. Es gibt AC auf der rechten Seite auch nicht. CA gibt es auf der rechten Seite nicht, aber es gibt CC auf der rechten Seite, nämlich für die Regel B geht über nach CC. Das heißt, wir tragen hier ein B an. Um das vielleicht auch nochmal zu kennzeichnen. Für dieses Feld wird diese beiden verwendet, für dieses Feld werden diese beiden verwendet und für dieses Feld werden nun diese beiden verwendet. Und hier müssen wir gucken, AB steht auf der rechten Seite bei dem S und dem C, das heißt, wir tragen hier S und C ein, CB gibt es nicht. Damit haben wir auch die zweite Zeile fertig. So, spannender wird es jetzt noch bei der dritten Zeile, um dieses Feld zu erzeugen. Ja, da müssen wir jetzt gucken, wie können wir das Teilwort bestehend aus den ersten drei Zeichen erzeugen. Und ich zeichne das vielleicht erstmal direkt ein. Und zwar, ich mache dazu mal diese Markierung hier weg. So, um das dritte Feld zu erzeugen, da verwenden wir entweder dies und dies als Paar. Oder die zweite Möglichkeit, wir verwenden dies und dies. Ja, also müssen wir nachgucken. AA gibt es nicht, AS gibt es nicht, CA gibt es nicht und CS gibt es auch nicht. Dann gucken wir jetzt hier. Gibt es SA gibt es nicht, SC gibt es nicht. Es gibt aber CC und das ist der Eintrag B. Für das Feld, für den Feldeintrag 2, 3, da müssen wir jetzt prüfen, das Feld 2,1 und das Feld 3,2. BB gibt es nicht auf der rechten Seite. Und wir müssen das Feld prüfen
2, 2 und 4, 1. Es gibt kein AA, es gibt kein AC, es gibt kein SA und es gibt kein SC. Das heißt, hier ist die leere Menge oder einfach ein Strich. Für diesen Feldeintrag müssen wir prüfen 3, 1 und 4, 2 oder 3, 2 und 5, 1. So, es gibt AS, es gibt ein B, nämlich für C und C, und BB gibt es auch nicht, also sind wir an dieser Stelle auch fertig. Nächste Zeile, jetzt wird geprüft. Auch das zeichnen wir noch einmal ein. Das erste Symbol daraus und das zweite Symbol daraus. Oder das erste Symbol hier raus und 3, 2. Oder dieses Symbol und 4, 1. Testen wir. Diese Menge ist leer, darum gibt es aus dieser Kombination keinen Eintrag. CB, dafür gibt es auch keinen Eintrag. Und BA ist das A. Und BC ist das S. Ja, das heißt, an dieser Stelle steht ein S und ein A. Der Eintrag 2, 4 ergibt sich durch 2, 1 und 3, 3. BB gibt es nicht. Durch 2, 2 und 4, 2. AS, AC, SS und SC gibt es auch nicht. Oder durch 2, 3, das ist leer, und 5, 1, also da bleibt das auch leer. So, und der letzte Eintrag, auf den kommt es jetzt an. Wenn in dieser Variablen, in diesem Feld, die Startvariable enthalten ist, können wir mit einem positiven Ergebnis abbrechen. Das heißt, dann ist das Wort, mit dem wir hier oben gestartet sind, mithilfe der Grammatikregeln ableitbar. So, wir prüfen 1, 1 und 2, 4. 1, 2 und 3, 3. 1, 3, 4, 2 und 1, 4, 5, 1. So, 1, 1, 2, 4 kann ich sagen, hier ist ein leerer Eintrag. 1, CB gibt es nicht. BS, BC, und da haben wir den Eintrag für S. Ja. B und C. Und wir machen es jetzt noch vollständig. Für SB, den gibt es nicht. Es gibt AB. Das heißt, wir haben hier noch den Eintrag C. Ja, damit also. Da S Element N 1, 5 folgt daraus. Es gibt eine Ableitung der Form S geht bis zum terminalen Wort W. Das heißt, das Wort ist in der Sprache enthalten, die durch diese Grammatik erzeugt wird.